230 Meilen liegen vor uns, vom Festland Griechenlands zum Festland Italiens. 2,5 Tage auf See, die ersten 2 Nächte für uns. Ungewissheit, wird alles reibungslos klappen? Unseren Alltag auf See, das möchten wir mit euch teilen und damit herzlich willkommen zum Video. Stunde unterwegs, aber Leute, Essen ist bei uns einfach ein Ding, ja? Also, erstmal den ersten Snack des Tages. So, wir machen gerade gut Meter. Ich zeige euch mal jetzt anhand der App Windy, die wir euch auch im letzten Video schon mal vorgestellt haben, ja, wohin es denn jetzt eigentlich geht und wie so das Wetterfenster aussieht. Also, hier ist schon mal die grobe Übersicht, Griechenland und natürlich hier Italien. Wir wollen jetzt hier erstmal unten an den Zipfel fahren, weil wir haben vor, sozusagen, wenn alles nach Plan läuft, am Montag anzukommen und dann am Dienstag die Straße von Messina zu überqueren und dann am Mittwoch dann auch noch zu den Liparischen Inseln, weil da auch ein gutes Wetterfenster ist, weil danach soll es nochmal sehr viel windiger werden und auch Wind aus der falschen Richtung. Wir müssen natürlich immer kalkulieren, wie schnell wir sind oder nicht. Also ich sage euch das nochmal hier. Hier unten kann man nämlich die Geschwindigkeit einstellen, das sind 5 Knoten. Das heißt, wenn wir hier um 17 Uhr starten, würden wir am Montag um 16 Uhr ankommen. Jetzt ist es allerdings so, wenn wir natürlich 6 Knoten fahren, was wir aktuell machen, dass wir schon um 8 Uhr morgens da sind. Ja, es sieht an sich eigentlich ganz gut aus. Also kein Gewitter, nicht über 20 Knoten gemeldet und Welle auch nicht zu hoch, sollte also alles passen. Ich habe die Sonnenbrille wieder rausgeholt und mir auf jeden Fall die Jacke wieder ausgezogen, weil die Sonne scheint. Aber Erik läuft doch hier mit dicker Mütze rum, aber der war vorhin auch noch mal im Wasser. Ja. Das ist seine einzige Entschuldigung. Sehen wir jetzt vor uns zur Rechten noch Antipaxos und Paxos. Da fahren wir jetzt gleich links dran vorbei. Da ist auch schon der erste große Tanker. Ich hoffe, wir werden da heute nicht ganz so viele von sehen. Aber you never know. Und wie ist es das erste Mal hier in der Rolling Kamera zu kochen? Zum Glück muss ich nicht kochen, weil ich habe mal wieder vorgekocht. Das heißt, es gibt jetzt leckeren Reis mit einem geilen Krautsalat und Erdnüssen. Wie das gleich aussieht, you will see. Aber ja, ich stehe maximal, also ich lehne mich gerade extremst an. Man sieht das immer nicht auf dem Video. Ja, aber das ist an der Hose, die da rumflattert. Ja. Wir haben gerade noch die volle Besegelung draußen, aber wir haben jetzt ganz schön Schräglage. Und ja, wir sind ja nicht hier auf der Flucht, deswegen hauen wir jetzt mal direkt einen Reff rein. Und ja, wir haben uns überlegt, jetzt für die Nacht ist sogar 20 Knoten Wind angesagt. Und wir wollten eigentlich jetzt noch entspannt so 1-2 Stunden mit voller Besegelung losfahren oder weiterfahren. Aber ich denke mal, wir werden jetzt einfach das zweite Reff im Großsegel direkt reinmachen. Dann haben wir in der Nacht Ruhe und ja, dann können wir jetzt auch gemütlich essen. Klar? Ich glaube, das wird hier ein Foodblog. Vielleicht mache ich ja auch noch ein Rezeptbuch. Nee. Dafür koche ich viel zu viel ohne Rezeptbücher, dass ich das machen könnte. Ich mache immer einfach Freestyle. So langsam neigt die Sonne ja, sich dem Horizont. Genau. Und wir haben jetzt noch mal ein bisschen hin und her überlegt, es soll um 2 Uhr noch mal der Wind ein bisschen mehr abpicken, Richtung 20 Knoten. Genau, wir haben zwar jetzt schon so 16, 17 Knoten, obwohl eigentlich auch nur so 12, 13 gemeldet ist. Deswegen mal lieber auf Nummer sicher gehen. Also wir fahren im Moment noch quasi mit der Genua voll draußen und mit dem Großsegel sind wir schon im zweiten Reff, hatten wir vorhin schon einfach mal reingemacht. Genau, machen gut Speed immer noch, 6,5 Knoten ist leider so ein, oder 6 Knoten ist so ein so lala Kurs, würde ich mal sagen. Also schon
hart am Wind und die Welle ist auch sehr kurz. Und ja, ich glaube, wir werden erst in der Nacht so ein bisschen Halbwindkurs bekommen, sodass das Boot halt auch ein bisschen stabiler vielleicht liegt. Deswegen machen wir jetzt auch im Vorsegel in der Genua das zweite Reff rein, damit ich, weil ich mache die erste Nachtwache, Erik legt sich nach dem Sonnenuntergang mal so ein bisschen hin und döst. Und ich guck mal, wie lange ich durchhalte, vielleicht so 1-2 Uhr. Ich schlafe. Ja, der schläft immer sofort ein. Ja. Und dadurch, dass das auch ja die erste Erfahrung für uns beide ist, hier auf See, also mit Nachterfahrung, ja, ist mir das einfach lieber, wenn, genau, also wenn wir da ein bisschen auf Nummer sicher gehen oder nicht so ein Travel dann heute Nacht irgendwie haben. Genau, und wir haben es quasi jetzt so gemacht, dass Annika jetzt erstmal wach bleibt, solange sie halt schafft, denke ich mal so 1-2 Uhr. Und dann werde ich so von 1 oder halt 2 so bis ja, Sonnenaufgang, denke ich mal, die Schicht übernehmen. Und dann halt wieder Annika wecken. Ich glaube, das ist ganz gut, weil wie gesagt, ich kann ganz schnell immer gut einschlafen. Weiß ich jetzt auch nicht, bei den Segelkonditionen habe ich jetzt auch noch nie so gemacht. Aber ich glaube, ja, dadurch, dass Annika halt so ein bisschen aufgeregt ist, kann sie jetzt, glaube ich, eh noch nicht schlafen. Ich hau mir jetzt da erstmal eine Chipspackung rein, habe ich hier richtig Bock drauf. Jetzt kommt die Sonne. Sunset. Ich habe jetzt alles für die Nacht präpariert. Mal kurz nochmal Licht an hier. Hell. Also immer das, den großen Vorteil, dass wir hier im Salon eine quasi ja, Schlafcouch haben. Die nutzen wir jetzt. Und weil wir haben halt echt extreme Schräglage noch. Und Annika ja, macht wie gesagt jetzt die erste Schicht. Und sagt schon mal gute Nacht. Ja, wir haben soweit alles vorbereitet, was man vorbereiten kann. Ja, wir sind ja in greifbarer Nähe, deswegen alles cool. Und ja, dann meldet die Annika sich vielleicht später nochmal oder ich zum Nachtupdate. Woo! Aufregend! Früher als gedacht habe ich Erik jetzt geweckt. Wir haben jetzt ungefähr Viertel vor 12. Warum ich jetzt Erik geweckt habe, ist nicht, weil ich jetzt hier nicht mehr kann oder so, sondern weil ich am Horizont zwei kleine Lichtpunkte gesehen habe und ich mir einfach nicht sicher war. Ich habe das ja so 15, 20 Minuten beobachtet und ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, was es jetzt genau ist, es ist aber immer noch da und ja, wollte da einfach dann Eriks zweite Meinung haben, gerade weil es jetzt so die erste Nachtfahrt für mich und auch für ihn ist zusammen, die wir zusammen machen, ist das, denke ich, wichtig, dass wir uns da ja einfach einer Meinung sind und lieber einmal zu viel gefragt als einmal zu wenig. Und jetzt gucke ich mir die zwei Lichtpunkte am Horizont an. Erik hat natürlich geschlafen, ja. Der Mensch ist, also das ist eine seiner größten Stärken, dass er einfach egal wo und wann und ach, dieser Mensch kann einfach überall schlafen. Er konnte erstaunlich gut schlafen. Also der Wind hat auf jeden Fall auch gut nachgelassen. Wir messen noch so 11 Knoten. Dadurch, dass wir die Genua und das Großsegel jeweils im zweiten Reff haben, also Nummer sicher, sicher, fahren wir jetzt gerade auch gemütlich mit 4 Knoten. Wir haben auch nicht mehr so viel Krängung. Also ja, ich glaube, die Annika kann sich jetzt erstmal auf die Koje freuen. Und ich muss sagen, dadurch, dass wir heute ja auch schon super viel wieder gemacht haben, merke ich jetzt schon, dass ich müde bin. Zähneputzen hilft immer voll. Ich finde, am Zähneputzen man mal super wach. Ist eigentlich voll das gute Tool, was man eigentlich machen müsste, wenn man die Nachtwache wieder beschreitet, dass man sich so fresh fühlt. Ja, Freunde der Sonne, das ist wirklich ja, ein cooler
eine coole Erfahrung gewesen. Ja, seit 5 Uhr ist es dann hell geworden und ich war so, wow, wie cool, dass es schon so früh auf einmal hell ist. Und dann war es einfach jede Minute gefühlt irgendwie ein anderes Szenario, ein anderes Licht. Und ich muss schon sagen, ich habe mich schon ein bisschen gefürchtet vor der Dunkelheit. Ich bin nicht so ein Dunkelheitsfreak. Ich kann das auch nicht so gut leiden. Auch früher, ich weiß nicht, wer das schon mal gespielt hat, so Verstecken im Dunkeln. Ich mag es einfach gar nicht. Deswegen war das für mich tatsächlich eine riesen Überwindung, diese Nachtfahrt. Und ich war auch die ganze Woche so ein bisschen aufgeregt. Und ja, von daher war es auch gut mit dem Wetterfenster, dass wir das verschoben haben. Ja, ich war irgendwie nicht ready, aber dann war ich jetzt ready und trotzdem noch aufgeregt und ein bisschen scared. Aber es war einfach cool und es ist faszinierend, dieses Zusammenspiel von Sonne, Mond, dieses Wechselspiel mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergänge. Es ist nicht das erste Mal, dass ich einen Sonnenaufgang sehe und auch nicht das erste Mal einen Sonnenuntergang. Aber es fühlt sich hier auf dem Boot nochmal einfach ganz anders an, weil das Meer wird so, so schwarz und alles um einen herum wird so dunkel und man ist so unsicher durch diese ganzen Bewegungen. Wir fahren auch relativ hart an Wind schon die ganze Nacht. Das ist wirklich anspruchsvoll. Ja, die Dunkelheit ist dann auf jeden Fall auch dann eine Challenge, die sich jetzt aber nach der ersten Nacht richtig gut anfühlt. Und jetzt gibt's Kaffee. Erik ist schon am Kaffee machen. Ich habe ihn vorhin zum Sonnenaufgang geweckt. Mein kleiner Kaffeemaster. Kleines Update. Ja, machen immer noch gut Geschwindigkeit. Welle hat ein bisschen abgenommen und wir haben mal das erste Schiff gesehen. Ja, vielleicht erkennt man es ganz hinten am Horizont. Ist auf jeden Fall mal ganz cool zu sehen, dass man jetzt auch das Boot quasi angezeigt bekommt. In dem AIS-Video ja mal angezeigt. Also hier, wir fahren gerade 6 Knoten. Hier ist unser Kurs und hier ist das schöne Schiffchen. Und da kann man mal einmal draufklicken und hat halt hier die paar Informationen. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, also bei mir wird jetzt gerade nur die MMSI angezeigt und halt so die paar groben Eckdaten, wie schnell es ist und wohin es fährt. Aber manchmal wird mir ein Name angezeigt und von dem Schiff und auch die Länge und sonstiges. Und manchmal halt nicht. Keine Ahnung, ob man das irgendwie einstellen kann, also von deren Seite aus. Naja, ist aber auch egal. Hauptsache, wir werden oder es wird uns angezeigt, dass ein Boot da ist. Ja. So, ich lag gerade noch mal eine halbe Stunde in der Koje, nachdem ich da meine Arme und Beine mir eingeschlafen sind. Und dann ruft der Erik, Delfine! Und ich habe ihn auch noch kurz gesehen, aber jetzt sind sie wieder weg. Mal sehen, ob wir die heute noch sehen. Also wir haben in ganz Griechenland nur in einer Bucht in Privesa einen Flipper gesehen, Delfin, aber sonst noch nicht. Aber dafür die Woche dreimal. Also das muss man auch sagen, ne? Boah, jetzt sieht man sie überall eigentlich so. Man visualisiert es. Das Flipper, Sonnenuntergang und Sonnenaufgang ist auf jeden Fall Pflicht. Und jetzt gerade lege ich mich natürlich jetzt nicht mehr hin, weil jetzt bin ich erstmal wieder wach. Aber wir haben eine ganz wichtige Linie durchschritten. Warte. Das war natürlich nicht die Äquatorlinie, aber wir haben soeben das griechische, nennt man das Hoheitsgewässer, auf jeden Fall das griechische Gewässer verlassen. Jetzt sind wir in Italia. Bella ciao! Bella ciao! Buongiorno! Italien! Aber die Flagge wird erst später runtergezogen. Stimmt, wann wollen wir die denn runterziehen? Ah, jetzt will ich erstmal einen Podcast zu Ende hören. Heute Morgen hatten wir auch die typische Philosophen-Seglerstunde. Nach dem Sonnenaufgang haben wir beim Kaffee einfach zusammen rumgesessen und uns so ein bisschen über unsere Gedanken über die Nacht ausgetauscht. Und ja, es ist einfach schön, dass einen sowas dann immer wieder bewegt. Und ich denke, Natur, egal ob man auf dem Wasser ist, im Wald ist, bringt das einfach mit sich, dass man ja einfach seine Gedanken nochmal anders sortiert, nochmal in so eine Stille reinkommt und auch in so eine
irgendwie tiefe Dankbarkeit. Und ja, das sind so unsere ersten Eindrücke von dem ersten Tag irgendwie schon. Und sind gespannt, wie es weitergeht. Aber ich wäre ja nicht Annika, wenn ich jetzt nicht einen Snack holen würde. Ich weiß, wie es weitergeht mit Baguette und Tomatenbrot. Hunger! Es gibt ja bestimmt unseren Zuschauern auch schon die einen oder anderen, die ja, diverse Turns schon gemacht haben. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so hungrig seid. Also diese Nacht, ich musste mich echt zusammenreißen, nicht alle Süßigkeiten schon leer zu snacken. Irgendwie, weiß ich nicht, man ist nur am Schnaffen. Wobei, ich glaube, man vertut sich ja auch ein bisschen, oder? Nee. Nee. Ja, was sagen Sie denn zu den Wellen, Herr Zeppenfeld? Ja, also jetzt sind die Wellen so ein bisschen mit uns. Vorhin oder gestern oder diese Nacht waren sie so ein bisschen ja, von der Seite sehr unruhig und jetzt kommen sie so ein bisschen von achterlich. Und sind auch wesentlich größer gezogen, ne? Also die Abstände sind. Genau, also gemeldet war, glaube ich, 0,9 Welle mit 3 Sekunden Intervall, also eigentlich relativ zackig die Welle. Und jetzt ist auf jeden Fall definitiv ein bisschen länger gezogen und von der Höhe, ja, ist natürlich mal schwierig einzuschätzen. Aber auf jeden Fall jetzt sehr angenehm. Und deswegen lese ich jetzt auch weiter. Direkt noch ein Tipp hier, der Astronaut. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Das Buch habe ich jetzt lese ich jetzt zum zweiten Mal. Habt ihr schon mal ein Buch das zweite Mal gelesen? Also es ist auch das erste Buch, das ich, ich habe schon mal ein, zwei Bücher auch noch mal ein zweites Mal gelesen, aber ja, da hatte ich jetzt richtig Bock nochmal drauf. Also Buchkommentare gerne in die Kommentare, weil wir ja auch nicht das letzte Mal hier segeln, ne? Genau, gerne Science Fiction, nicht zu abgedreht. Ich nehme auch alle philosophischen Bestseller, die es gibt und Romane, also haut einfach alles raus, was euch gefällt. Nur Krimi sind wir nicht so, ne? Horror und Krimi, nee, könnt ihr uns nie mitkriegen. Aber der Rest, alles rein bitte. Während Annika gerade oben ein bisschen sportelt, bin ich hier gerade am Kochen, was sonst. Ich habe mal die Induktionsplatte hier auf den Herd gestellt, also Stand jetzt. Wir haben jetzt gerade nicht so viel Krängung. Funktioniert das ganz gut, gibt nichts Wildes. Wir haben noch Reis von gestern und ein bisschen Gemüse in die Pfanne. Aber ja, das müssen wir vielleicht auch nochmal, weil der Wok, der rutscht schon ein bisschen. Da müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwann eine Konstruktion machen, dass der auch hält, also ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir auch unterwegs mit Induktion kochen. Das ist natürlich auch sehr schön. Und da steht uns auch schon die zweite Nacht bevor. Was uns am anderen Morgen auf See begegnet und warum wir deswegen vom Glück sprechen können, ob wir es nach Italien und dann durch die Straße von Messina mit ihren Mythen und Sagen schaffen, das erzählen wir euch im nächsten Video. Danke für eure Zeit. Lasst uns gerne ein Abo, Kommentar oder Gefällt mir da, wenn es euch das wert war. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche wieder. Und bis dahin, be as free as the ocean.